Ich dachte doch, mein Mikrofon ist aus. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit demjenigen, der schon wieder vergessen hat, sein Mikrofon einzuschalten vor Beginn der Aufnahme. Aber nein, deshalb werde ich nicht das YouTube-Video neu starten oder so. Aber ich glaube, viele haben sich erschrocken zum Anfang und oh mein Gott, keine Stimme. Alles normal. So, wir bauen gerade eine Pilzfarm, beziehungsweise wir haben im letzten Part ein bisschen geforscht und haben nun einen Prototypen entwickelt und überführen jetzt gerade diesen Prototypen in ein fertiges Konstrukt, wenn alles denn so funktioniert, wie ich es erwünsche. So, und wir sehen, man kann das tatsächlich übereinander stacken, dieses Ding. So, und dadurch, dass man es übereinander stacken kann, sind wir jetzt an dieser Stelle fertig und fein raus. Denn jetzt geht unsere Arbeit weiter in dem Programm MC Edit, welches ich jetzt mal auf dem Bildschirm hole. Hier haben wir MC Edit, denn jetzt gehen wir als allererstes mal ganz kurz in mein Stammverzeichnis hier. Minecraft Saves und legen ein Backup des Redstone-Bunkers an. Und jetzt gehen wir in die Welt rein. Wir gehen in die Testwelt rein. Testwelt, da. Und jetzt wird erstmal gestackt. Und zwar wird von hier gestackt. Ach, Moment, was habe ich vergessen? Ich habe nichts vergessen. Nein, Moment, alles gut, ich habe alles bestens gemacht. Gestackt wird von hier bis hier. Warte. So, das müsste funktionieren. Gut, das ist eine stackbare Einheit, das heißt, das klone ich jetzt erstmal, Moment, das schneide ich erstmal aus. Und jetzt gehe ich mal kurz in den Redstone-Bunker. Überlegen wir mal ganz kurz, das können wir jetzt einmal kurz hier hinpacken. Wo soll denn die Pilzfarm später hin? Das ist auch nochmal eine gute Frage. Ich dachte so dahinter. So hier, aber das Problem ist, das ist ja nicht mehr innerhalb des das ist ja nicht mehr innerhalb des Spawn-Chunks. Dann bauen wir doch die Pilzfarm direkt hier drüber. Ja, warum nicht? Finde ich gut. Finde ich eine lustige Idee. Warum nicht? Okay, also. Dann kommt die Pilzfarm relativ im Center des Redstone-Bunkers rein. Und zwar kommt sie jetzt erstmal hier hin. Jetzt gucken wir mal, wo wir ansetzen mit der Pilzfarm. Da gehe ich mal jetzt aufs volle Haus. Also, hier ist der Aufgang zum Spiel. Oh, passt das? Ja, das müsste passen. Okay, dann kommt jetzt die einmal zur Disco, nicht Spiel. So, dann kommt jetzt die Einheit hier hin. Okay, importieren wir. Die Pilze sind auch schon da. Dann erstellen wir jetzt mal einen Klon der Einheit. Und zwar seitlich und den mirroren wir mal. Dann ist er so. Mhm, okay. Und da es ja eine große Farbe sein soll, machen wir den mal ein bisschen weiter auseinander, die beiden. Okay. Moment, wir machen die 1, 2, Moment, es muss ja immer einen Mittelpunkt geben. 3, ta-ta, 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 ta. Ja, so. Nee. Meine Überlegung ist, dass der Spieler später da durchgehen kann durch die Pilzfarben. Muss er das überhaupt? Nein, muss er nicht. Wir wollen es nicht übertreiben. Machen wir die so auseinander. Ja, vielleicht so. So, einverstanden. Gut, haben wir jetzt so. Ich weiß noch nicht, ob ich damit zufrieden bin. Ja, einfach erstmal so. Okay, gut, dann machen wir es erstmal so. Und die andere müssen wir jetzt ein bisschen, das Ganze müssen wir jetzt ein bisschen, ich glaube, 1, 2, 3 Blöcke anheben. Gut, speichern wir es erstmal. Gehen jetzt einmal kurz in Minecraft rein. Und gucken uns erstmal an, wie das jetzt aussieht und ob die Einheiten beide funktionieren. Das ist ja sau wichtig. Ob diese beiden Einheiten funktionieren. Ja, und ich wollte ja Mycelinium verwenden. Also warum nicht Mycelinium? Wo ist es denn im Inventar? Ist es nicht zu finden. Andererseits, auf Mycelinium sind ja hier die kleinen, heißt das, diese Partikel und so. Nee, wir verwenden kein Mycelinium. So, aber auf der anderen Seite sollen die anderen Pilze wachsen, und zwar die Fliegenpilze. In Minecraft kann man sie essen, aber niemals im echten Leben die Dinger essen. Die sind absolut tödlich. So, und das funktioniert nicht. Warum? Was ärgert hier die Einheit?
Oh, ah, Da muss Redstone drauf. Da ist das Problem. Wir haben sie falsch kopiert. Deshalb müssen wir auch gleich aufpassen beim Stacken, dass das nicht daneben geht. Okay, beim Stacken wird jetzt gleich das vorsichtig sein. Also, dann schauen wir uns nochmal hier an. So. Mal gucken, ob die Einheit funktioniert. Ja, die funktioniert. So, und jetzt müssen wir, wie gesagt, aufpassen beim Bauen, dass das alles jetzt hier funktioniert, wie wir es wollen. Haha. Hoho. Huhu. Das heißt, ich muss sie jetzt vorbereiten zum Stacken. Ich möchte sie ja von dort aus mitstacken. Deshalb muss auf jeden Fall hier Redstone hin. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall eine unterste Ebene. Das ist meine unterste Ebene. Die setze ich jetzt mal hier so hin. Okay. Und auf die unterste Ebene muss an der Stelle dort, wo hier der Redstone ist, auch hier Redstone sein. Genau das gleiche muss auf der anderen Seite auch gemacht werden. Hier brauchen wir eine unterste Ebene zum Durchstacken. Und dann muss da auch Redstone rein auf diese unterste Ebene. So, das ist der Redstone. Dann brauchen wir nochmal ein bisschen besseres Licht, was durch diese Anlage durchgeht. Genauso wie hier hinten auch nochmal Licht durchgehen soll. Okay, so erschaffen wir kleine Lichtkammern. Und das war's auch schon. Gut. Damit es keine Chance gibt, wo hier noch Pilze wachsen können. Und dann nochmal hier das so ein bisschen zumachen und hier zumachen. Auch nochmal hier das Ganze zumachen und hier zu machen. Dass wir wirklich wir den Pilzen keine Chance geben, dass hier irgendwo noch Pilze wachsen können. Deshalb müssen wir es wirklich ziemlich dicht machen. Dass es keine Möglichkeit gibt, wo sich Pilze anbauen können. Okay, gut. Das sieht schön aus. Dann können wir wieder zurück nach MC Edit gehen. Ah, ich habe das hier offen gelassen. Das ist immer ganz gefährlich, wenn man MC Edit nicht das offen lässt. Uah, kann sein, dass ich hier den ganzen Bunker kaputt gemacht habe. Nein, der Bunker steht noch. Okay. Hätte schlimmer sein können. Dann wieder zurück nach hier und MC Edit Redstone Bunker betreten. Und da hätten wir ihn. Und jetzt müssen wir es nämlich richtig nehmen. Wir nehmen das nämlich von hier bis da. Das müsste alles sein, was wir von der Pilzfarm benötigen. Da habe ich den Redstone von unten mitkopiert. Okay. Und jetzt klonen wir den nach oben. Und zwar um diese Einheiten. 5 Blöcke, passt genau. Schauen wir mal, wie hoch wir gehen können. Das müsste gerade eben noch passen, oder? Das ist eine gute Frage, ob das noch gerade eben passt. Finden wir es raus, wie hoch das jetzt ist? Ah, es ist daneben von der Höhe. Weil da kriegen wir keine Bedrock-Schicht mehr drauf. Andererseits, wenn wir ein bisschen tricksen, kriegen wir eine Bedrock-Schicht noch drauf. Moment, dann tricksen wir, indem wir die ganze Einheit wieder nach unten verlagern. Einen Block tiefer. Alles einen Block tiefer. Machen jetzt alles einen Block tiefer. Oh, gut, jetzt passt es nämlich. Und nun können wir nämlich die Einheit, wir haben jetzt das mal kurz überlegen, wir haben jetzt pro Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6 Einheiten, ne? So, und jetzt schauen wir mal, dass wir diese 6 Einheiten nun vermehren. Das heißt, alle 30 Minuten 6 Pilze. Und jetzt stacken wir die Farm durch. Bis nach hier ganz hinten. So, ne? 43 Mal. Und kann ich jetzt mal kurz den Taschenrechner anwerfen? Rechnen wir aus. 42 mal 6 sind 252 Pilze pro 3 Minuten. Na, dann nehmen wir 43 schon mit rein. So, das hier ist jetzt tatsächlich eine sehr, 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 sehr effektive Pilzfarm. Weil Pilze sehr langsam wachsen, aber trotzdem haben wir hier einen guten Ertrag mit dieser Pilzfarm, weil sie halt sehr groß ist. Ich hoffe nicht, dass sie zu viel Lags jetzt einnimmt. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung, dass das alles nachher laggt wie Hölle. So, Pilzfarm ist aktiv und das Schöne ist, Pilze können mal von zwei Seiten wachsen. Es gibt immer zwei Wachspunkte für Pilze. Das ist das Schöne bei dieser Farm. Gut, und wir sehen, hier liegt schon ein bisschen was am Boden. Das habe ich aber vorhin dahin gedroppt. Jetzt müssen wir mal kurz die Pilzfarm von unten bestücken. Das heißt, wir füllen. Ach so, ich habe jetzt Fill so. Wir füllen von unten jetzt das Ganze einmal auf mit. Von da bis da. Mit. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir? Nehmen jetzt irgendein gutes Material und zwar Stone 4. Gut. Und jetzt machen wir nochmal genau das gleiche hier nochmal. Wir machen von hier unten Fill bis da. Ganz hinten in der Ecke oben auch nochmal Fill mit
Stone 4, replace Sandstein. Machen wir das alles nochmal. Au, das ist zu groß. Okay, gut, das ist zu groß. Ja, verstanden. Dann machen wir das bisher erstmal bis zur Mitte. Also mal von hier den Command, den wir gerade haben, bis hier mit Stone 4, replace Sandstein. Okay, immer noch zu groß. Ach komm, wasch mich nicht. Bis hier. Stone 4, replace Sandstone. Ach, das kann doch nicht so groß sein. Dann machen wir es in MC Edit. Denn wenn das wirklich. Es würde viel Rechenleistung bei Minecraft erfordern, um das zu machen. Also deshalb nehmen wir uns hier MC Edit zur Hilfe. Gehen wir mal also von hier. In MC Edit geht das nämlich auch, aber da kann man eben halt. Da ist es egal, wie groß es ist. Das macht MC Edit nichts aus. Guck mal, alles, was gelb ist, ist. Weiß ich nicht. Warum ist da so viel gelb drin? Alles, was gelb ist, muss nochmal extra berechnet werden. Was ist hier gelb in dieser Einheit drin? Ach, die Trichter, genau. Die Trichter und die Spender, natürlich. So, Fill and Replace. Wir möchten gerne. Moment. Wir suchen nach Sandstein. Hier ist das ein bisschen andersrum. Hier ist es genau andersrum. Wir suchen nach Sandstein und replacen den mit dem Block. Okay, und Replace. Schwupp. Schwupp, so schnell geht das Ganze. Und einmal speichern. Dieses Rote, was man dort in MC Edit sieht, ist das Lichtlevel, welches verbessert wird. So, und ich mache das Format jetzt mal wieder richtig. Aha, 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 das sieht mir doch schon viel besser aus. So, es muss noch eine dicke Wand geben auf beiden Seiten. Dann machen wir mal die dicke Wand auf beiden Seiten. Und zwar einmal von hier machen wir die dicke Wand bis nach da ganz hoch oben, nach ganz hoch oben, nach ganz hoch oben. So, fill mit Sandstone. Nein, mit Stone 4. Okay, gut, haben wir die dicke Wand. Als nächstes ist es, glaube ich, hier noch ein bisschen dunkel in der Fachangelegenheit. Und jetzt können wir können hier Lichter reinmachen, weil wir festgestellt haben, dass das ohne Probleme geht. Kann ich hier Jack-O-Lanterns reintun? Nein, kann ich nicht. Was für Lichter können wir da nehmen? Wir nehmen Sandstein. Wir nehmen das hier nehmen. Hätten wir das nicht ein bisschen eher entscheiden können, dass da Lichter rein müssen? Ah, nee, das will ich jetzt nicht alles mit der Hand machen. Das möchte ich nicht mit der Hand machen. Das mache ich auch nicht mit der Hand. Das machen wir auch wieder mit MC Edit. Weil man kann alles mit MC Edit machen. Wozu haben wir MC Edit? Man kann alles mit MC Edit machen. In Minecraft, so ziemlich alles. Viel alles. Eine Menge alles. So, also wir nehmen uns jetzt MC Edit einmal ganz kurz diese beiden Lampen, die wir platziert haben, einmal hier auf der Seite und einmal hier auf der Seite, beide, und klonen die zunächst nach unten, indem wir die Y-Achse runterschieben und zwar auf diese Position und das wiederholen wir dann bis zum Boden, okay, bis dahin, wunderbar, und klonen. Gut, das hätten wir jetzt geklont, dadurch müsste alles ausgewählt werden und genau das, was wir jetzt geklont haben, klonen wir nochmal zur Seite. Und zwar nach Y zur Seite, okay. Und das wiederholen wir, glaube ich, 43 Mal, wenn ich es in Erinnerung hatte. 43 Mal. Ja. Okay. Zack, 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 zack. Ach, das könnt ihr gar nicht sehen gerade. Okay, ihr könnt es nicht sehen. Ich trottel. Ich habe vergessen. Ihr habt jetzt meine Stimme gehört. Ich habe vergessen, das zu überblenden. Was im Livestream passieren kann, kann natürlich auch in einer YouTube-Aufnahme passieren. Das ist natürlich umso peinlicher. Aber ich habe mit MC Edit jetzt die Lampen übernommen. Guck, wenn man einmal konzentriert ist, passieren genau solche Fehler. So. Dann würde ich mal sagen, gehen wir wieder in MC Edit. Meine Güte, heute ist Tag der MC Edit. Diesmal gehen wir auch wirklich mit MC Edit. Und an der Stelle mache ich schon wieder ein Backup des Redstone Bunkers, weil ich jetzt eine größere Änderung vornehmen möchte. Und zwar, wir werden mal eine große Decke ziehen im Redstone Bunker. Wird mal Zeit, dass wir so langsam anfangen, Decken zu ziehen. Jetzt wird es so langsam spannend, weil jetzt so langsam wird der Redstone Bunker zu einem Redstone Bunker. Und zwar ziehen wir hier eine große Bedrock-Decke. Ich möchte den anderen Teil bedecke ich noch nicht mit Bedrock, einfach aus dem Grund, weil man noch so einen schönen Screenshot von oben am Ende machen kann, von der ganzen Einheit, bevor ich wirklich alles am Ende abschließe, bevor alles wirklich zugemacht wird. Aber es muss hier eine Decke draufgesetzt werden, weil wir ansonsten die Pilzfarm ja nicht intakt ist. Da soll nämlich kein Tageslicht reinkommen in die Pilzfarm. Nur künstliches Licht. So, haben wir überhaupt schon ein paar Pilze hier unten? Nö, ne? Die sind noch nicht gewachsen. Ich hoffe, dass sie noch wachsen. Wenn sie wachsen, dann wachsen sie ja hoffentlich hierhin, außer ich habe mich verrechnet und vertan.
Boah, weh, ich habe mich verrechnet und vertan. Dann müssten wir die Pilzfarm ändern. Das wäre aber auch kein Problem, das würden wir schaffen. Also, mal gucken, ob die Einheiten funktionieren. Die Einheiten funktionieren alle ganz wunderbar. Auch getrennt voneinander, ne? Die würden sich nicht gegenseitig ärgern. Nein, die funktionieren alle wunderbar. Cool. So, da hatten wir die Pilzfarm jetzt geschafft. Dann müssten wir jetzt noch die Wasserströme machen, die dafür sorgen, dass das hier alles wunderbar funktioniert. Und das machen wir alles aus Eis um. Das heißt, deshalb setze ich erstmal den ganzen Boden gepacktes Eis. Bis hier hinten hin. Fill von da bis da. Mit Packed Ice. Okay, wir brauchen jetzt noch einen Abfluss für die Items. Und einen Zugang zu Pilzfarben. Da dachte ich, weil die Pilzfarben so präsent ist, können wir den Zugang hier drin legen. Das heißt, von der einen Mauer zur anderen Mauer reißen wir hier ein paar Einheiten weg. Warum nicht? Und zwar von da bis. Bis. Da. Konzentration, volle Konzentration, volle Konzentration. Mit Luft. Okay. Trotzdem müsste die Pilze auch noch funktionieren. Wenn ich jetzt richtig mich vertan habe, nicht vertan habe, müssten hier oben noch Pilze, genau, ausgeworfen werden können. Gut, das funktioniert alles wunderschön. Dann hätten wir nämlich jetzt hier einen schönen Eingang zur Pilzfarm geschaffen. Erstmal füllen wir nochmal hier diese Fläche mit Stone 4. Da kann man nämlich von den Arkaden nochmal in die Pilzraum reingehen und sich die nochmal angucken, ein bisschen. Ich möchte ganz gerne einen kleinen Balkon erschaffen, von wo aus man reingucken kann. Eigentlich ist es dämlich, jetzt hier noch Einheiten hinzupacken. Egal. Wir gucken mal, was wir schaffen. Fill von hier bis. Na. Bis hier mit Luft. Okay. Und jetzt müssen wir anfangen, mit den Wasserströmen zu arbeiten, die dann die ganzen Pilze irgendwo hinbringen. Oh, das passt ja alles ganz wunderbar. Das passt sogar richtig wunderbar. Und auf der Seite hier muss jetzt natürlich noch eine dicke, fette Wand rein. Also machen wir auch hier nochmal eine dicke, fette Wand. Also von hier bis da oben haben wir einmal eine dicke, dicke Wand. Auch aus Stone 4. Okay, gut. Dann sieht das Ganze schon mal so aus. Aha. Aha. Die Seite sieht cool aus. So viele Einheiten. Auf der Seite auch, ne? Meine Güte. Wunderschön. Gefällt mir richtig gut. So. Man könnte, ich überlege die ganze Zeit, ob man vielleicht das IMS-System, was ja benutzt wird, um Items auszulagern, nutzt zum Items einlagern. Das ist eine beschissene Idee. Nein, schon gut. Vergesst es. Das ist eine dämliche Idee. So. Bisher wurde noch kein Pilz abgeworfen. Oh. Ich warte jetzt. Also wenn in 30 Minuten, also in der nächsten Folge, kein Pilz irgendwo gewachsen ist, dann haben wir einen Fehler gemacht mit der Farm. Denn dann wachsen die offensichtlich nicht. Aber ich bin mir zu 100% fast sicher, dass die so nach unten wachsen können, die Pilze. Ich glaube nur, dass die keinen Bock darauf jetzt haben. Und das ist eine lange Zeit, bis die anfangen zu wachsen. Über 30 Minuten dauert das. Sollten sie aber können. Ach, Moment, jetzt habe ich hier noch einen kleinen Fehler gemacht. Es fehlt hier eine Wand drin. Okay, die Wand muss ich natürlich wieder zurücksetzen. Fill da bis da mit Stone 4. Okay, dann schauen wir uns mal diesen Teil hier an. Hier möchte ich ganz gerne so ein Bazaar haben, wo alle Pilze zusammenlaufen. Und zwar einmal von hier bis nach, nee, Moment, von hier bis nach hier mit Luft. Okay. Und dann bauen wir mal kurz sowas. In jede Ecke kommt einmal ein Wässerchen rein. Und das Wasser läuft zusammen hier, genau in der Mitte hier. So. Jetzt müssen wir mal kurz ausprobieren, ob das alles auch so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Erstmal müssen wir das Wasser wieder ausschalten. Also es läuft zusammen in den vier Mittelblöcken. Und zwar da, da und da. Okay. Aber wohin jetzt mit den Pilzen? Die müssen ja irgendwo auch hintransportiert werden. Haben wir schon irgendwelche Pilze liegen? Nein. Das Problem ist nämlich, hier drunter befindet sich das hier. Teile der U-Bahn-Station.
Deshalb muss ich jetzt tricksen. Wie wir das jetzt hinkriegen, dass das trotzdem noch gut aussieht. Oh, ich weiß, wie wir tricksen. Wir tricksen einmal kurz hier eine Trichterstraße durch. Okay. Die Trichterstraße wird nirgendwo von oben getriggert, oder? Ja, könnte von hier aus getriggert werden, wird aber nicht. Okay, wird im Ausstoßstand nicht getriggert. Dann legen wir kurz hier die Trichter an. Irgendwoher müssen die Pilze ins Lager kommen. Moment, was mache ich denn da? Wieso nutze ich... Moment. Wie dämlich von mir. Wieso nutze ich überhaupt Trichter? Im Redstone Bunker läuft doch alles über das intelligente Wassersystem. Also mit Packed Ice zu arbeiten, macht doch viel mehr Sinn. Aber es würde jetzt alles da unten anfangen zu tropfen. Aber es löst einige Probleme. Und es müsste unten eigentlich nicht anfangen zu tropfen. So, und dann machen wir nochmal alles. Machen wir Folgendes. Wir machen nochmal hier eine große Fläche Eis hin. So, bis da hinten hin. Da ist schon Pilz gewachsen. Also wir sehen, die Farm funktioniert. Juhu, die Farm funktioniert. Außer ich hatte den da vorhin geworfen. Also, zur Sicherheit müssen wir noch ein bisschen warten, um wirklich zu 100% feststellen zu können, dass die Farm funktioniert. Denn sonst müsste auch hier irgendwo ein Pilz liegen. Aber das ist doch schon mal eine gute Sache, dass die Farm funktioniert. Also, dass sie ziemlich sicher funktioniert. Okay. Ja, jetzt müssen wir hier nochmal kurz Folgendes machen. Wir müssen jetzt hier Sammelbereich machen. Wie weit läuft denn das Wasser? Das ist immer eine gute Frage, wie weit Wasser läuft. Jetzt müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken, wie wir das jetzt managen. Ich möchte ungern hier Trichter verwenden, weil wie gesagt, Wasserströme sind in so vielerlei Hinsicht hundertmal effektiver. Hunderte Male effektiver. Pass auf, wir machen das unten hier einheitlich. So. So, okay. Wasserströme sind viel, viel, viel effektiver. Das wissen die meisten gar nicht. Schockiert immer noch die meisten. So, jetzt müssen wir mal kurz hier was hinlegen, wo die Items nicht durchkommen. Oder pass auf, wir machen es ganz einfach. Wir machen das mit Structure Void Blöcken, damit es auch nett aussieht. Setzen wir hier überall einen Structure Void Block hin. Die verhindern nämlich, dass da... Ach da, guck mal, wie viele Pilze schon gewachsen sind. Nee, da funktioniert es doch. Funktioniert die Farm. Die funktioniert. So, und jetzt gucken wir mal, wie weit dieses Wasser läuft. Es läuft bis dahin. Also wäre es am coolsten, wenn wir es schaffen würden, hier nochmal ein bisschen Eis reinzubauen. Zwar einmal hier einen Block Eisen zu setzen, aber auch hier einen Block Eisen zu setzen. Damit wir jetzt auf diese Stelle hier auch einen Structure Void Block setzen können. Haha. Und es schaffen, dass die Items in den Wasserstrom hier reingehen, was sie jetzt werden. Also wenn ich jetzt mal kurz hier Items reinlegen werde, dann fallen die jetzt alle da runter und sammeln sich dann hier und müssten jetzt theoretisch da rauskommen. Ja, funktioniert. Cool. Und man sieht hier oben natürlich den Eisblock an der Stelle hier. Wie kriegen wir das jetzt wieder weg? Indem man es irgendwie so tut, als ob das seine Absicht hat. Wir tun jetzt einfach so, als wäre das vollends absichtlichst geplant, weil das hier so im Weg weitergeht. So, wir sind über der Zeit auf jeden Fall schon mal und ach Mann, das macht Spaß, wenn man gar nicht auf die Uhr guckt. Aber wir wollen uns das Ganze ja einteilen über die Wochen, die Bunker folgen. Ich könnte ja alles an einem Tag machen, was ich in der Woche mache, aber das ist ja irgendwie blöd. Wir teilen uns das über die Woche ein. Daher wisst ihr, was jetzt kommt. Und zwar die Ansage, meine Damen und Herren, im nächsten Part geht es weiter. Seien Sie pünktlich. Abfahrt 14 Uhr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Platzt mir die Endcard einfach ins Video herein. Das gibt's doch nicht. Ciao, Leute.